Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Heute ist der 28. April 2022 und vor uns liegt das Rückläufigkeitshoroskop von Pluto von morgen, den 29.04. oder den 10.02., wobei 2 in dem Fall April meint. Hier ist der Pluto zu sehen und zwar ist die Rückläufigkeit dann im dritten Haus und spannenderweise haben wir auch tatsächlich Aszendent Skorpion und Pluto ist somit auch ganz offiziell vom Horoskop her der Hauptdarsteller, Herrscher von 1 in 3, der Geburtsregent, aber wir wissen, Mars ist auch der Herrscher des Skorpiones. Also hier haben wir eine doppelte Aussage und das Doppelzeichen Zwilling erhält in diesem Horoskop über das Trigon dann natürlich noch eine besondere Bedeutung. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. Wir haben die Uhrzeit 20.36 Uhr. 36 ist die große Zahl des Wissens, die große Zahl der Weisheit, mündet natürlich in die 9. Ja. Die 9, gar keine Frage, haben wir heute wieder besonders hervorgehoben. Und 2x36 ist die 72, die große, ganz große Wissenszahl. Zahl 72 hat auch wegen der Präzision des Äquinoctiums, also alle 72 Jahre 1 Grad Rückläufigkeit, deswegen dauert 30 mal 72 ein Zeitalter auch 2160 Jahre. Ja, bevor ich in die Zahlen hineinspringe, gute Nachrichten. Unsere oder in dem Fall meine Konzertamsel habe ich heute wieder auf ihren Lieblingsbaum gefilmt, ja, und ich kann dir das Video dann gleich vorspielen. Also es geht ihr gut, offensichtlich im ersten Morgenvideo dürfte es sich um eine andere Amsel gehandelt haben und wie gesagt, woher deren Verletzung kommt, ich weiß es nicht. Was ein Revierkampf, was ein Marder, was eine Katze oder der Falke. Wir wissen es nicht, wir wünschen auf jeden Fall dem armen Wesen auf jeden Fall alles Gute und möglichst viel Heilung und Besserung. Vielleicht geschieht ja auch ein kleines Wunder. Das ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, sehr wichtig und wohltuend. In Österreich haben wir auch eine wohltuende Botschaft, die, ja, Volksgenossen, wir haben im Interesse der Bevölkerung die Maßnahmen verlängert bis 1. Juni 2023. Überglücklich, ich glaube, die Champagnerkorken haben lautstark überall geknallt. Bei so viel Kompetenz in Richtung Knallkopf, Knalltüte, Knallkopf, ich weiß nicht, da bleibt einem im wahrsten Sinne des Wortes der Atem stehen. Also das heißt, die sind resistent für alles, was es hier an Informationen gibt, an Beweisen gibt, an Fakten gibt. Und hier kann man dann wirklich nur sagen, es wird jetzt Zeit für die alte Spruchweisheit. Ich glaube, die kennst du, wer nicht hören will. Richtig, ganz genau das. Es ist halt so, ich meine, wenn jemand nicht verstehen will, dann muss man es halt in der ihm verständlichen Sprache rüberbringen. Das nennt man, glaube ich, dann auch soziale Kompetenz. Soziale Kompetenz auf dem Gebiet der Zahlen, weiß ich nicht, ob ich habe, aber wir rechnen einmal zuerst die alte Zahlenreihe, weil meines Erachtens die neue Zahlenreihe schlüssiger und besser ist. Aber das ist halt meine subjektive Bewertung. Als erstes 29, dann die 33, die doppelte 35, die 37, die 39, daraus resultierend die 12, beziehungsweise als letzte Zahl dann die 3. Gut, gehen wir es an. Die 29. Die 29, alte, bekannte Zahl. Es ist eine Zahl der, wie sagt man, naja, wo man sich der Sucht des Karmas, der Liebe hingegeben hat und man ist halt sehr, sehr abhängig von Partnerschaften, sehr stark triebhaft und hat auch ein sehr hohes Potenzial an, wie sagt man, Bereitschaft, sich schlecht behandeln zu lassen. Formulieren wir es mal so. Die Botschaft hier ist, die wir wahrscheinlich alle beherzigen sollten, mehr Liebe zu sich selbst. Das ist natürlich dann die Königsbotschaft. Würde jeder sich nur um sich selbst kümmern und schauen, dass es ihm oder ihr selber gut geht, dann wäre dies ein glücklicher und was wahrscheinlich auch höchst harmonischer Planet. Die 33. Die 33 an zweiter Stelle. Naja, es ist die große Meisterzahl, das große spirituelle Bewusstsein. Ja. Hier ist ein riesiges Potenzial vorhanden in diesem Horoskop und ich habe auch nachgeschaut, wo dieses Potenzial denn begründet sein könnte und am Aszendenten befindet sich
Acrux, ja, Alpha, also der hellste Planet des Kreuzes. Ja, möglicherweise, ich weiß nicht, ist das das Crux Australis, da steht auf jeden Fall Alpha Crucis. Und das ist schon mal eine sehr, sehr starke Aussage und das könnte dann natürlich auch auf dieses immense Potenzial hinweisen und vielleicht wird das erstmals in der Form von kosmischer, universeller Allliebe gelebt und nicht in Form von Gefühlsunterdrückung, dass man den anderen sozusagen nicht zeigen möchte, wie gefühlvoll oder wie, naja, wie stark man eigentlich in seinen eigenen Gefühlen ist. Die 35 zweimal vertreten. Die alten Zahlen weisen uns darauf hin, dass für die nächsten 5,3 Monate, denn dieser Aspekt, also Aspekt, die Rückläufigkeit dauert bis zum 8. Oktober und das sind, ich habe es ausgerechnet, 162 Tage. Also das heißt, in diesen 162 Tagen gilt eben die doppelte Erhöhung oder die doppelte Vernichtung, aber eben die große Rüttelzahl, die auf besondere Vorsicht hinweist. Naja, aber wie wir das so oft in den Zahlen hatten, ich glaube, man soll grundsätzlich prinzipiell vorsichtig sein bei dem, was man tut. Und ich würde hier eine ganz klare Verbindung zur 33 erkennen, denn wann macht man alles richtig? Naja, wenn man seinen Gefühlen, seinem Herz, seiner Intuition folgt, seiner Liebe folgt, ja, dann ist man immer auf dem richtigen kosmischen, spirituellen Weg. Immer wenn man sozusagen in den Verstand geht, in die Begierden des Bauches, ja, Bauch ist ja unten, ja klar, Herz ist oben, Bauch ist unten, und wenn man sozusagen in die Begierden des Verlangens geht, dann, ja, du weißt eh, die Wurst ist rund, der Zwieback eckig. Das ist die tief philosophische Erkenntnis der ERV. Die 37 an fünfter Stelle ist eine wunderschöne Liebeszahl. Interessant, wie sehr hier die alte Zahlenreihe in den Emotionen ist, oder? Die 33, die 29, ja, die 29. Und die 37 soll eben lernen soll eben für andere sehr viel tun und auch ja, eventuell Sozialdienst, also das heißt den anderen sehr viel helfen. Und interessant ist, dass dann vielleicht die stärkste aller Emotionszahlen noch dazu kommt, das ist für mich eine zutiefst plutonische Zahl. Naja, auch sehr, sehr stark. Bin immer nicht mehr sicher mittlerweile, ob nicht die alte Zahlenreihe dann doch besser ist. Weil, wie gesagt, wir haben Aszendent Skorpion und der Hauptdarsteller ist der Pluto. Ja? Und wir haben 1, 2, 3, 4 Planeten in den Fischen im vierten Haus. Also ob da nicht die 39 dann doch der Joker ist, der dann sticht. Naja, hier geht es um ganz, ganz, ganz tiefe Emotionen, große Leidenschaft, großer Fanatismus, starkes sexuelles Verlangen. Naja, und wir haben ja auch, Venus, Herrscher von 7, aber auch von 12. Ja, im vierten Haus sehr stark besetzt. Naja, schauen wir uns das dann in weiterer Folge an. Die Quersumme ist auf jeden Fall die 12. Die 12 ist der Gehängte, durch Last und Bürden zu sich finden. Und das weist natürlich darauf hin, dass, wie hat das Xavier Naidoo gesungen, der ja, glaube ich, noch vor einigen Tagen auf unserer Seite war, ja, er hat ja widerrufen, ja, so der Weg wird steinig und schwer sein. Naja, ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich nicht mehr aus. Vielleicht sind gewisse schon umgeklont worden. Wir haben keine Ahnung, was hier läuft. Ja. Also, wie auch immer. Bleiben wir uns selber treu, verlassen wir uns nicht mehr auf andere oder auf Sänger oder Künstler oder wen auch immer, Staatskünstler oder Volksvertreter, verlassen wir uns auf uns selbst, auf unsere eigene Intuition. Ich glaube, das ist der Königsweg und das ist auch das, was wir beeinflussen können. Die letzte Zahl, die 3, steht interessanterweise für Uranus. Uranus ist in dem Horoskop der Herrscher des vierten Hauses. Spitze viertes Haus ist im Wassermann, Herrscher von 4 am Deszendenten. Also Uranus könnte hier auch eine wichtige Rolle spielen. Und zwar steht das für, steht Uranus für die weibliche Schaffenskraft aus der Passivität, aus der Ruhe heraus. Ja. Und die 3, die Herrscherin, ist auch eine große Chance, die sich uns offenbaren wird. Und ich habe schon einen Verdacht, horoskopmäßig betrachtet, worauf sich das beziehen könnte. Und vielleicht verrate ich dir im zweiten Teil, was das für ein Verdacht ist. Ende.